Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit 10 Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht deine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht, herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang, zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist. Diese Episode ist der Beginn eines neuen Formates, und zwar der Beginn der Coaching Stories. Die Coaching Stories werden im Allgemeinen Solo-Episoden mit mir sein, in denen ich aus den Prozessen mit Coaching-KundInnen berichte, natürlich nur, wenn ich es mit denen abgesprochen habe und komplett anonym, um die Learnings, die einzelne Coaching-KundInnen in ihren Prozessen gemacht haben, ein bisschen zu verallgemeinern und hier mit dir zu teilen, weil da oft so, so wertvolle Dinge entstehen, die immer in diesem geschlossenen, geschützten Raum bleiben, die aber eigentlich viel zu wertvoll sind, um sie dir und dem Rest der Welt vorzuenthalten. Und wie gesagt, alles immer in Absprache mit meinen KundInnen. Und ganz ab und zu, und das ist auch der Start, den wir heute machen, wird es eine Coaching-Story geben in Form eines Gesprächs, eines Interviews. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Person offen dafür ist, dass sie damit gut klarkommen würde. Und das war in diesem Fall so bei Steffi. Steffi Sieben ist Grafikdesignerin, Artdirektorin und Mitbegründerin von O-Gefühle. Und was das ist, das erfährst du im Laufe dieser Episode. Steffi kam zu mir mit dem Wunsch, sich selbst authentischer auszudrücken, sich selbst mehr zeigen zu können für ihr Business. Und Steffi hat wahnsinnig viel Erfahrung im Internet und mit dem Leben. Und deshalb dachte ich mir, Steffi, die kann ich fragen, ob sie Lust auf ein Interview hat. Und das hatte sie. Sie hat mich eingeladen, beziehungsweise eigentlich habe ich mich bei ihr eingeladen, aber sie hat dankenswerterweise mitgemacht, dass ich sie in ihrem Studio besucht habe in Köln. Einfach weil es sich angeboten hat, weil sie eben auch hier in der Stadt wohnt, wo ich im Moment bin. Und ich habe sie dort im Studio besucht. Das wirst du auch an der Soundqualität hören. Wir haben uns an den Tisch gesetzt gemeinsam und es hat ein bisschen gehallt und du hörst ab und zu die Stühle knarzen. Vielleicht hörst du im Hintergrund mal die Geräusche von der Straße. Aber ich wollte mir einfach die Gelegenheit nicht nehmen lassen, wenn ich sie schon habe, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu führen. Einfach weil es dann nochmal eine ganz andere Qualität hat, als wenn man sich per Zoom trifft. Also jetzt nicht auf den Sound bezogen, sondern auf die zwischenmenschliche Qualität bezogen. Und mit Steffi habe ich eben über dieses Thema gesprochen, sich zeigen, welche Ängste damit verbunden waren für sie und vielleicht auch heute noch sind, aber wie es ihr heute nach dem Coaching auch mit dem Thema geht. Das heißt, wir erzählen auch so ein bisschen, wie die Zusammenarbeit war, beziehungsweise Steffi berichtet, wie sie das Coaching erlebt hat. Und wir sprechen aber auch sehr intensiv über ihr Herzensthema, die Gefühle. Denn sie hat eben ein Produkt entwickelt, ein Buch, was schon sehr erfolgreich ist, wo es darum geht, die eigenen Gefühle beobachten zu können und daraus zu lernen. Und wir tauschen uns über unsere eigene Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Gefühlen aus. Steffi teilt ihre Reise, wie es auch zu diesem Buch gekommen ist. Und wir sprechen darüber, warum Gefühle in der spirituellen Szene vielleicht nicht immer die Beachtung finden, die sie eigentlich verdient hätten. Das heißt, ganz egal, ob du dich mit dem Thema Gefühle näher beschäftigen möchtest, ob du dich selbst authentischer ausdrücken möchtest oder vielleicht auch überlegst, ein Coaching mit mir zu machen, du wirst auf jeden Fall aus diesem Gespräch etwas für dich mitnehmen.
Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude im Gespräch mit Steffi Sieben. Hallo liebe Steffi, ich freue mich total, dass ich hier bei dir im Studio zu Gast sein darf und freue mich, dass du Lust hast auf das Podcastgespräch. Ja, sehr sogar. Ich freue mich auch, dass du da bist. Cool. Und es ist echt lange her, dass ich ein Gespräch live gemacht habe und merke gerade, es ist nochmal wieder was ganz anderes, wenn man sich gegenüber sitzt, als wenn es nur per Zoom ist. Das ist, ja, sehr, sehr cool. Nice. Ich beginne meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute. Und wenn ich jemanden zu Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Wofür bist du gerade ganz besonders dankbar? Oh, wow, ich bin, glaube ich, gerade ganz besonders dankbar für meine Familie. Die gibt mir gerade extrem viel Backup. Überhaupt für meine Freunde, für die ganzen Leute um mich herum, die irgendwie am Start sind. Wenn ich denke, irgendwie so, ich verliere den Boden ein bisschen unter den Füßen. Ja, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe tatsächlich und mich sicher fühlen darf. Ja, das vor allen Dingen. Schön. Ja, so die Basics, ne? Ja. Ansonsten geht es bei mir ja, und das weißt du ja auch, weil wir ja auch zusammen ein Coaching gemacht haben, um das Thema Authentizität. Mhm. Was heißt das für dich? Für dich einfach ganz persönlich abhängig von irgendeiner Definition oder so? Ja, das bedeutet für mich einfach ich selbst sein. So hundertprozentig, wie man es irgendwie jeden Tag sein kann. Ne? Also das ist mit Sicherheit jeden Tag auch ein bisschen anders, aber ja, ich selbst sein. Mhm. Ja. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ja ein Coaching zusammen gemacht, das Express Yourself Coaching. Mhm. Und 3 Monate haben wir zusammengearbeitet und du bist damals mit dem Wunsch zu mir gekommen, ich möchte mich mehr zeigen mit genau. meinen Produkten, meinem Business, auch auf Social Media. Und wie hast du diese ganze Situation vor dem Coaching für dich wahrgenommen? Also ich muss jetzt gerade mal überlegen, wann haben wir angefangen, im März oder so? Also es ist jetzt ja schon ein Eckchen vorbei und ich habe halt natürlich auch, als du mich dann jetzt eingeladen hast, habe ich natürlich auch nochmal so ein bisschen nachgedacht, wie das war. Und da ist mir dann natürlich auch der Kontext noch viel mehr klar geworden, der mir da nicht so bewusst war. Ne? Und ja, ich war halt in einer Situation, ich bin mitten im Business-Aufbau ja gerade und ja, hatte auch einfach so sehr so einen Tatendrang. Ne? So die ersten Prozesse, die ersten Routinen waren da. Die Maschine war an und irgendwie hatte ich halt irgendwie das Gefühl, ich muss mehr machen. Und es kam halt auch viel von draußen. So, hey Steffi, wenn du dich zeigst, dann läuft das alles noch viel besser. Und ne, das Social Media, Gesicht zeigen, erzählen, Stories machen und so. Und ja, in Realität habe ich dann nachher halt auch gedacht, ja, der Umfang, in dem das stattgefunden hat und in dem ich dort war, war ja viel komplexer psychologisch. Mein Vater war noch nicht so lange verstorben. Das hat einfach super viel bei mir bewegt. Also ja, da brauchen wir ja eigentlich, glaube ich, gar nicht noch mehr dazu. Ne? Es ist einfach gerade auch für eine Tochter irgendwie, wenn der Vater stirbt, da passiert einfach so viel, wo man sich vielleicht plötzlich auch anders zeigen möchte oder wo man auch vielleicht plötzlich Schranken liftet, von denen man gar nicht wusste, dass sie da waren oder sowas, ne? Dass das Bedürfnis halt irgendwie auch kam. Ja, ich glaube, das war so, ja, es war ein ganz großes Bedürfnis da einfach, ja, mehr von dem zu zeigen, was ich wirklich bin. Ne? Mhm. Also und auch halt eben, ja, weil da irgendwie plötzlich ein bisschen weniger Schranke war. Und gleichzeitig ist es dir schwer gefallen. Total. Ne? Immer wenn wir über Situationen gesprochen haben, sei es nur theoretisch mit, probier mal das aus und probier mal das aus, hast du immer sofort gemerkt, kommt ganz viel Widerstand in mir hoch. Ja. Kannst du heute so rückblickend für dich sagen, was hat mir da am meisten im Weg gestanden? Also ich glaube tatsächlich auf zu viel Kritik zu stoßen, auf zu viel Abweisung vielleicht, ja, also halt eben auch von meinem sicheren System um mich rum, ne? So in dem Moment, wo man sich mehr zeigt, gibt es halt eben auch mehr Angriffsfläche irgendwie und ja, ich glaube, das ist auch weiterhin irgendwie meine größte Herausforderung.
Und ja, aber das Coaching hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen, damit weiterzuarbeiten. Es freut mich und es ist ja auch, also ne, für alle, die jetzt zuhören, Steffi ist kein Mensch, der mit diesem Business das erste Mal irgendwie so aus ihrem stillen Kämmerlein rausgekommen ist oder so. Ne? Also die hat mehrfach die Stadt gewechselt, die hat in Indien gelebt, ja? Die hat Zeit in Ashrams verbracht, die hat sich selbstständig gemacht, ja? Also das super viel erlebt. Und dann ist es, fand ich so faszinierend, auch jetzt, als ich überlegt habe, worüber sprechen wir heute, dass trotzdem, auch wenn man als Mensch vielleicht schon so viel ausprobiert hat, sich so vielen neuen Situationen ausgesetzt hat, so viele Menschen kennengelernt hat, dass es trotzdem so etwas wie, ne, Social Media oder sich zeigen gibt, was einem so eine Angst machen kann. Und ich finde das total faszinierend, weil es ja eine Angst ist, die natürlich, wie die allermeisten Ängste, nur aus unserem Kopf kommt. Die Angst, was passiert, wenn ich jetzt da rausgehe und mich zeige. Und das, obwohl du schon so viel mitgemacht hast, sozusagen, ne? Hast du für dich ein, kannst du irgendwas ausmachen, was denn der Unterschied dazwischen war, zwischen dem, okay, ich zeige mich jetzt der Welt in diesem Internet, ne? Und ich meine, du hast ja vorher auch schon eine Webseite gehabt und so weiter. Es ist nicht, dass du auch mit dem Internet keine Berührungspunkte gehabt hättest, ne? Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Also, Gegenteil, genau. Und trotzdem ist dieses mehr von dir zeigen, so eine Hürde gewesen. ja, es ist diese Verletzlichkeit. Ich glaube, in meiner ersten Phase so im Internet, also ja, ich hatte Blogs und ich habe auch in anderen großen Blogs mitgearbeitet. Also ich hatte eigentlich nie so ein Problem, mich jetzt irgendwie zu zeigen. Aber ich habe das halt nie an eine Kaufbarkeit, an ein Produkt oder an einen messbaren Erfolg geknüpft, wo man das dran abhängig machen könnte. Und irgendwie habe ich das ja dann so verknüpft. Na, also es ging halt eben ganz klar um das Produkt und mich damit auch zu zeigen. Und nicht so sehr als Steffi. Auch wenn da natürlich letzten Endes möglichst wenig Diskrepanz zwischen ist, zwischen der Steffi, die sich mit dem Produkt zeigt, und die Steffi, wie sie wirklich ist, ist es halt irgendwie, ne, wenn ich mich als Steffi zeige und auch irgendwie mit meiner weirden Art, dann finde ich das auch charmant, wenn Leute da irgendwie verwirrt drüber sind oder sich vor den Kopf geschlagen fühlen oder eine Diskussion mit mir anfangen müssen oder über irgendwas, was ich gesagt habe oder so. Während das halt mit wildfremden Leuten irgendwie ein anderes Thema zu sein scheint. Also wenn, ne, wenn mich dann einfach jemand über Instagram anschreibt und sagt, ey, hast du das jetzt so gemeint oder das finde ich aber doof oder sowas, obwohl mich dieser Mensch überhaupt nicht kennt, ne, und mich nie wieder wahrscheinlich irgendwie in meinem Leben treffen wird oder sowas, ist es dann irgendwie sowas, weil das so voll aus dem Off kommt oder so, dass es einen irgendwie anders trifft. Oder mich. Ja, Ja. super spannend, weil ich glaube, dieses ganze Thema, sich selbst auszudrücken, ne, worum es ja ging, Express Ja. Yourself, ist so vielschichtig, weil je nach Kontext, ne, wie wir uns ausdrücken, wem gegenüber wir uns ausdrücken, auch was vielleicht noch damit verbunden ist, jetzt war es ja auch, ne, es geht ja ums Business, ne, und am Ende auch darum, Produkte zu verkaufen. Ja. Dafür ist ein Business auch da, ne, Ja. trotz vielleicht der Message, die dahinter steckt. Und dann das eigene Gesicht damit zu verknüpfen und sich der Welt mit diesem Produkt zu zeigen, auch mit dem, dass vielleicht einige das Produkt geil und andere das Produkt scheiße finden. Die einen sagen, es ist zu günstig, die anderen sagen, es ist zu teuer, ja. So, das ist so, sind alles so Kleinigkeiten, wo unsere eigene Psyche dann ganz schnell überfordert sein kann, ne? Und aber ich finde es Total. so, so spannend. Und wie du es ja auch eben schon gesagt hast, wir sind sehr, sehr schnell, obwohl es eigentlich in Anführungsstrichen nur darum ging, sich auf Social Media zu zeigen, ja? Wo man sagen könnte, wir hätten ja jetzt auch einfach eine Real-Strategie uns überlegen können oder so.
glaube, sind wir sehr, sehr schnell an die ganz, ganz tiefen Themen dran gekommen. Genau, ja. Ne? Und welche inneren Anteile es gab, die was dagegen hatten, dass du dich zeigst und was für Wünsche und Bedürfnisse die hatten Ja. und so weiter. Kannst du dich, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, noch an so ein paar Knackpunkte erinnern aus dem Prozess? Spezielle Knackpunkte. Also ich weiß noch sehr genau, wie wir halt eben ganz, ich glaube, es war erste oder zweite Session dann, ne? Trotzdem, dass wir halt irgendwie sagen, okay, aber wir einigen uns darauf, dass am Ende auf jeden Fall Videos online sind oder ne? So halt irgendwie. Und ich sage, ah, ja, okay, das kann. Ne? Also so, es war irgendwie lose genug für mich gesteckt, dass ich irgendwie sagen konnte, okay, ich kann mich auf den Prozess einlassen und gleichzeitig halt eben, wie du ja auch sehr schnell gemerkt hast, dass ich jetzt nicht so ein strukturliebender Mensch bin und erst recht nicht, wenn es so in so ein richtiges, ne, so in so ein Konstrukt geht, in so, so dass ich mich halt frei genug gefühlt habe und trotzdem irgendwie gewusst habe, okay, wir zielen darauf hin, aber halt eben, wir bleiben im Flow und gucken, was wirklich da ist. So. Und das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment. Ein sehr wichtiger Moment war auch, also eigentlich, ne, so habe ich ja, habe ich das immer sehr geschätzt, dass ich halt meine Identifikation ist ja schon irgendwie ein bisschen durch meine starke Vorprägung, so im Meditationsumfeld und sowas, ne, ist meine Prägung in meinem Körper, Identifikation ja ein bisschen schwierig irgendwie für Menschen manchmal so einzukategorisieren oder wirklich so festzulegen. Und du hast ja auch gemerkt, dass ich manchmal durchaus ein bisschen hart mit mir selbst sein kann. So, ne? Und was ich aber halt eben total cool fand, war, ne, dass du mich halt eigentlich da nie korrigiert hast oder sowas. Und einmal hast du halt, dann einmal habe ich irgendwie so gesagt, meinem Größenwahn oder so. Und dann hast du so, ich möchte dich dazu einladen, das Wort nochmal zu überdenken. Und dann hast du so cool gesagt, das ist halt, also so, ne, normalerweise ich jetzt, ach nein, die versteht nicht, was ich meine, so, ne, aber halt in dem Moment hast du das halt so cool angebracht, dass das halt irgendwie so, okay, damit, ne, so, und dann bin ich auch wirklich hingegangen und habe halt irgendwie ein neues Wort gesucht, ich glaube irgendwie so Fantasierausch oder sowas in die Richtung, ne, genau, Fantasierausch. Und das war echt sehr gut, also so. Also und da ging es halt mehr darum, dass ich irgendwie so gemocht habe, wie du mit mir umgegangen bist einfach. Ne? So, da, also dass es so in der Form einfach so gut gepasst hat. Das waren auf jeden Fall so zwei sehr wichtige Knackpunkte. Ja, das freut mich total, weil ich glaube, es war auch so eine Situation, wo ich dann immer auch gerne eine Portion Humor reinpacke. Ne? Weil wir wissen ja eigentlich, wir sind alle zu hart zu uns, ja, ja, die allermeisten genau, Menschen. Ja. Und weil wir es aber täglich tun, ne, brauchst dann manchmal den Spiegel von außen, der uns vorgehalten wird, wo wir dann merken, so, hups, ne? Ja, total. Auch bei sowas, was ich vielleicht als eigentlich gar nicht so kritisch ja, ansehen würde, steckt doch einfach immer eine Portion Kritik an mir mit drin. Ja. Und da hilft es, finde ich, das ist auch was, was ich mir selbst gegenüber immer wieder nutze, dass ich dann sage so, ah, interessant. Da ist es mal wieder, ja? Genau. Und da eben mit Neugier, mit Humor und Mitgefühl gleichzeitig ranzugehen. Ne? Und das ist eben auch was mir im Coaching total wichtig ist. Weil was nützt es dir, wenn du auf dir rumprügelst und ich prügel nur oben drauf? So, genau. Ne? Das macht genau, keinen Sinn. Genau. Du hast halt eben auch nicht einfach nur gesagt, also sag das jetzt mal nicht zu dir. So, ne? Sondern halt eben gesagt, hey, gibt es dafür nicht ein anderes Wort vielleicht oder so. Und das hat schon geholfen, auf jeden Fall. Ja, und das, ja, ich glaube, da sind Menschen halt sehr unterschiedlich, ne? Wie die, auch, das ist ja irgendwie ne, so ein Angebot, was anders zu machen oder sowas. Ne? Und das ist halt eben irgendwie auch was Festgefahrenes in mir. Und es ne, ist halt dann nicht das Einfachste, irgendwie da drauf hingewiesen zu werden und zu sagen, hier, mach das mal anders. Und das war halt einfach die Art und Weise, wie ich das total annehmen konnte. So. Und das war halt echt so ein, ah ja, okay, das mache ich jetzt mal. Ja, das andere, was du angesprochen hast, ne, das wäre einerseits uns auf eine Art Ziel committed haben, ne, und gesagt haben, okay, am Ende, dann gibt es Video mindestens. Ne? Oder du möchtest einfach auch andere Videos mal ausprobieren, verschiedene Formate ausprobieren. Aber es ist was da draußen sozusagen, genau, ne, was ja die Hürde war. Ja. Und
dass wir aber gleichzeitig ganz viel Raum gelassen haben dazwischen für die Sachen, die im Hintergrund, die in dir passieren. Ne? Und dass es eben nicht nur um die Struktur ging und vor allen Dingen, wie du sagtest, auch nicht eine Struktur, die dich zu sehr einengt, sondern eine, die an dich und deine Bedürfnisse angepasst ist. Für alle, die sich mit Human Design auskennen, Steffi ist manifestierende Generatorin. Ja? Das heißt, vielseitig interessiert und braucht einfach auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Projekten oder zwischen verschiedenen Formaten zum Beispiel hin und her springen zu können. Und da ist einfach das Human Design so mega, ne, weil ich es halt einfach einbinden kann und sagen kann, hier, das und das und das könnte ich mir vorstellen, sind deine Bedürfnisse. Lass uns gucken, dass wir den Prozess so und so gestalten, weil dann kommt es dir wahrscheinlich am meisten entgegen. Ja. Und jetzt ist ja, ich habe nochmal geguckt auf der Website, seit einigen Tagen ist ein Video online. Genau, ne? Abgesehen davon, dass du jetzt zwischendurch auch schon Stories und so gemacht hast auf Social Media, gibt es jetzt so ein Video, was so alle angucken können zu jeder Zeit, was nicht nach 24 Stunden verschwindet. Ja, ich habe es allerdings noch nicht gelistet, also es ist quasi so ungelistet auf YouTube. Das heißt, man kann es nur sehen, wenn man den Link kennt. Ja, aber wenn man bei euch auf die Website geht. Genau. Ja. Es gibt auch noch ein zweites, das kommt noch. Aber da habe ich noch nicht so richtig herausgefunden, wie ich das einbinde, aber kommt noch. Ist jetzt seit ein paar Tagen da, für alle, die sich für das Produkt, für das Business interessieren, ist jetzt auf der About-Seite ein Video. Wie geht's dir damit? Also ich finde es mittlerweile in Ordnung und dass das da ist, ist super. Der Prozess, das zu machen, war hardcore. Auf jeden Fall, war richtig hardcore. Wir haben das im Studio hier im Belgischen gedreht und halt, ne, so das erste Mal vor der Kamera so richtig im Licht und bleib mal so, mach mal das nicht, steh mal so und so. Also es war echt Hölle und dann nachher das Video die ganze Zeit anzugucken und immer wieder zu denken, oh mein Gott, ich habe das nicht berücksichtigt, ich habe das nicht, oh Gott, jetzt wackele ich wieder, jetzt wieder das und so. Also der Prozess, bis es dann irgendwann, dann habe ich es abgegeben in Schnitt, weil ich echt so dachte, ich werde da niemals was draus machen. Und umso mehr Leute man es dann gezeigt hat und darüber geredet hat und irgendwie umso mehr es zu einem Video wurde, was ich auch als Artdirektorin einfach angeschaut habe, so wie jedes x-beliebige Video auch, wo ich nicht selber mich da die ganze Zeit irgendwie reflektiere, umso mehr ging es dann irgendwann. Ja. Ja, aber es ist schon, weil es ist ja, der Prozess ging ja während des Coachings schon los, ne? Ja, genau. Und wir haben auch häufiger drüber gesprochen. Genau. Und es war einfach im Vergleich eben zu den Instagram-Stories, die nach 24 Stunden verschwinden, eine größere Hürde, aber eine, die du gemeistert hast. Und, ich fand auch irgendwie ganz passend, dass wir jetzt halt irgendwie den Termin für das Interview hier so genau irgendwie 3 Tage später oder so. Ne? Ich wollte dir noch so schreiben, so, ey, das Video ist jetzt auch online, es passt. Mega. Ja. Wie ist jetzt auch vielleicht im Vergleich zu von vor ein paar Monaten, bevor wir angefangen haben, so dein Gefühl mit diesem ganzen Thema mich zeigen? Wesentlich entspannter. Also ich habe ja dann schon während des Coachings angefangen, Stories zu machen, auch also vor allen Dingen halt eben Video, ich zeige mich selbst mit Gesicht und rede da rein, Stories. Und habe ja dann auch sehr schnell gemerkt, dass mich das eher, ich sag mal, geil macht, darauf mehr zu machen. Also, ne, da kommt dann vielleicht wieder hier diese Rampensau irgendwie raus bei mir. Oder Venus in Löwe halt auch einfach so. Ne, so die, also, wo ich dann ja eher aufpassen musste, dass ich nicht anfange, einfach alles zu erzählen und aus allem eine Story zu machen. Und und als dann diese Blockade irgendwie da auch so ein bisschen sich so erniedrigt hat und immer weniger wurde, ist dann halt auch ganz schnell der Druck oder dieses Bedürfnis gar nicht mehr so groß gewesen. Ne? Und dann halt eben, jetzt mache ich gerade irgendwie wenig und schone halt eben eher meine Ressourcen, weil einfach gerade hinter den Kulissen so viel gemacht wird. Aber wenn ich jetzt denken würde, okay, es gibt ein Thema, so da muss ich irgendwie am besten das in die Kamera erzählen oder sowas, habe ich jetzt so spontan auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich mich davor irgendwie verstecken würde. Ja, cool.
freut mich. Ja, jetzt haben wir schon immer wieder mal, ne, über dein Business und dein Produkt gesprochen, haben aber noch gar nicht erzählt, was es ist. Ja, genau. Und ich habe mal bei euch auf die Webseite geguckt und ja, ich glaube, ich lese es gleich vor. Vielleicht erzählst du einfach erstmal, was eigentlich das Business bzw. was das Kernprodukt gerade ist, um das es bei euch geht. Genau, also ich mache dieses Buch Oh Gefühle, meine analoge Datenbank. Das ist ein dickes Buch, wo einfach Gefühle abgefragt werden und wo man sich Gefühle von unterschiedlichen Perspektiven angucken kann, also um deren Nützlichkeit und Erinnerungen daran, körperliche Empfindungen dazu, freie Assoziationen, aber auch vielleicht Idealvorstellungen, wie ich eigentlich mit diesem Gefühl umgehen möchte. Und dann gibt es auch noch so eine Metaebene, die einen quasi dazu einlädt, die Zusammenhänge von Gefühlen auch noch ein bisschen mehr irgendwie zu erforschen und zu erkunden. Und ja, und das Ganze mache ich mit meiner Schwester. Und wir haben eine Firma gegründet, 7&7. Und genau, und bringen als diese Firma unter anderem jetzt dieses Buch raus. Und ja, es war erstmal eine kleine Idee, eine Schnapsidee, möchte man fast sagen, auch wenn kein Schnaps involviert war. Und ja, und irgendwie ist ein Business daraus geworden, weil es sich irgendwie angeboten hat und funktioniert hat oder funktioniert. Ja, weil es auch von den Leuten angenommen wird. Ja. Ja. Und für alle, die sich vielleicht jetzt gerade noch nicht so viel darunter vorstellen können, wie das auch aufgebaut ist, man kann sich bei euch auf der Webseite auch so ein paar Beispielseiten einfach runterladen, ne? Ja. Und mal ausprobieren, ja. Wie kann ich damit arbeiten, ist das was für mich? Und im Prinzip ist, du weißt sicher, das erste und das letzte Gefühl von A bis Z, was ist alles drin? Ja, Ablehnung, von Ablehnung bis Zuversicht. Ja, okay. Genau. Ja. Und dazwischen ganz, ganz viel. Wie viele sind es? 136. Okay, ja, krass. Ja. Also wirklich eine Art Datenbank, die man für sich persönlich anlegen kann. Es ist nicht ein Ratgeber, ne? In dem überhaupt Sinne. Nicht. Ja? Überhaupt sondern nicht, ja. Es ist ein, ich lese es jetzt doch mal vor von der Webseite, ein Framework, das logisch veranlagten Menschen einen leichten Zugang zu ihren Gefühlen anbietet und gefühlsgefluteten Menschen etwas Abstand und Analyse. Mhm. Und das, finde ich, glaube ich, beschreibt es echt gut, weil. Und das sind auch die Menschen, das merke ich ja im Coaching immer wieder, ne? Die Menschen, die entweder einen schweren Zugang zu ihren Gefühlen haben oder die Menschen, die regelmäßig von einer Welle der Gefühle überrollt werden und deshalb vielleicht ihren Gefühlen aus dem Weg gehen, weil es einfach überwältigend ist. Ja. Und da kann dieses Buch eine Hilfe sein, von beiden Seiten mehr Bewusstsein reinzubringen. Genau, genau, das ist die Idee. Und am Ende ist es, das habe ich auch gesehen, habt ihr auf der Webseite stehen, wir möchten Menschen dabei helfen, sie selbst zu sein. Mhm. Es ist, wir haben einfach eine sehr, sehr ähnliche Mission da sozusagen, ja. Auch, ja. Die ganz, ganz viel mit Gefühlen zu tun hat. Mhm. Wie kam es zu dem Buch? Weil sowas hat man, glaube ich, nicht auf dem Entwurfsreißbrett irgendwo aus dem Kopf heraus, oh, ich glaube, ich mache mal ein Buch über Gefühle. So. Ja, wie kam es dazu? Also, ich bin ja sehr technikaffin und in der Pandemie habe ich tatsächlich damit angefangen, mein Handy so zu programmieren, dass ich halt, wenn ich sage, hey, good morning, dass es mich direkt irgendwie ein paar Sachen fragt, hey, wie geht's dir heute, was, und bin da aber halt sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. Halt auch, ich wollte halt dann diese Daten haben. Ich habe gleichzeitig nach einem Therapieplatz gesucht. Wenn ich dann diese Unterhaltung mit den Therapeutinnen geführt habe, war natürlich auch immer sehr schnell ersichtlich, dass ich jetzt kein Krisenfall bin. Obwohl ich sehr nah an der Depression war, eine Angst, eine krasse Panikattacke hatte. Aber halt eben durch meine Geistesschulung im Background irgendwie das halt auch sehr objektiv und sehr reflektiert irgendwie wiedergeben konnte. Und dann hatte ich halt irgendwie auch das Bedürfnis, dass wenn ich eine Therapie mache, dass ich gerne halt eben meine Daten hätte. Da hat sich natürlich auch irgendwie niemand drauf eingelassen. Und dann war halt erst die Idee, ich würde das gerne, also mir hat ja auch
der soziale und diese Unterhaltung und sowas hat mir auch alles gefehlt. Ich war ja Single in der Pandemie halt auch. Ich meine, ne, wir hatten halt trotzdem hier das Studio und es waren auch trotzdem irgendwie Menschen da. Aber es war ja alles auf Abstand und jeder war halt auch in seinem Struggle. Und ja, ich habe halt dann sehr schnell gemerkt, okay, diese Unterhaltung mit dem Handy, das funktioniert nicht. Also da ist auch die Technologie einfach noch nicht. Das war noch ein bisschen vor KI quasi auch, ne? Und ja, und dann ist halt irgendwie sehr schnell klar gewesen, okay, ne, ich bin Grafikdesignerin, ich kann bis zur Druckvorstufe alles, ich kann die Webseite dazu selber machen, theoretisch nachher, ich fange jetzt einfach mal an. Und ja, und habe einfach das in Form eines Buches. Oder erstmal haben wir versucht, auch digitale PDFs zu machen und alles Mögliche, also, ne, bis es dann wirklich zu dieser Form kam, das hat schon auch alles ein bisschen gedauert. Ja, und dann irgendwann war es sehr real und in den Händen haltbar. Und so, okay. Ich glaube, die Testauflage hatte 20 Bücher. Also es war dann mehr so nur für Freunde und Freundinnen. Und ja, dann wurde es immer mehr. Und jetzt ist es ein Business, was dich vor ganz eigene Herausforderungen stellt. Auf jeden Fall. Das heißt, es ist einfach aus einem eigenen Bedürfnis heraus entstanden und aus dem eigenen Wunsch, eine Form zu haben, deine eigenen Gefühle zu entdecken, festzuhalten, auch wahrscheinlich um Muster zu erkennen und Ähnliches, ne? Die in der Form für dich noch nicht existiert hat, die du so nirgendwo anders finden konntest. Und dann hast du dein eigenes Ding draus gemacht. Ja, ich war auch echt überrascht eigentlich, nach diesen ganzen Jahren der Meditation, Yoga und was nicht alles, na, wie viel halt auch gerade im Yoga einfach anstatt Emotionen wirklich zu processen, na, ich weiß gerade nicht, bearbeiten also, ist irgendwie ein komisches Wort, aber zu erleben. Zu erleben, genau, halt irgendwie, na, wie sehr halt ja gerade auch auf diesem Weg zur Erleuchtung halt immer wieder gesagt wird, so, Emotionen sind nicht wichtig, das sind die, die dich aufhalten. Ne, also einfach genauso kategorisch erstmal ausschließen. Und das hat mir mit Sicherheit auch ein Stück weit gut getan. Aber ich war halt gleichzeitig irgendwie dann so, okay, hier sind diese, also, ne, ist absolutes Chaos in diesem Organismus, ne, Angstattacke, ne, und ja, halt einfach, okay, ich möchte wissen, wie das mehr zusammenhängt alles. Wie bedingen sich meine Gefühle einander? Und ja, ich fand es einfach auch erschütternd, wirklich ein Stück weit, dass ich nach dieser ganzen Zeit eigentlich mit diesem ganzen Teil von meiner Persönlichkeit immer noch so wenig anfangen konnte. Und ne, wie wir eben schon gesagt haben, eigentlich halt wirklich die Gefühle alles ausmachen, ne, einen ganz großen Teil des Lebens einfach so. Und ich dachte so, okay. Habe halt auch nichts gefunden in die Richtung. Also ich habe diese ganzen Mood-Tracker und alles habe ich ausprobiert und keine Ahnung, was es da alles gab zu der Zeit. Aber es war halt irgendwie alles immer noch zu Effizienz orientiert. Mhm. Und darum ging es mir halt nicht. Ja. Ja, und das ist tatsächlich was ist, spannend, dass du das sagst, dass eben in vielen, du hast es vorhin Geistesschule zusammengefasst genannt, und selbst Yoga, was in der Art und Weise, wie es im Westen praktiziert wird, auf der einen Seite entweder sehr sportlich orientiert ist, wo es mehr um die Fähigkeiten des Körpers geht und an anderen Stellen vielleicht eher so Feel-Good Yoga, wo wir alle irgendwie voller Bliss aus der Yogastunde rausgehen. Ne? Dass aber tatsächlich, auch da passiert Gott sei Dank inzwischen ein bisschen was, dass es Menschen gibt, die traumasensibles Yoga zum Beispiel anbieten. Aber dass auch in diesem Space und auch in der Meditation, vor allen Dingen in den vielleicht eher strikteren und klassischeren Ansätzen, ganz häufig dieser Teil des menschlichen Erlebens ausgeklammert wird. Ne? Oder wie du sagst, tatsächlich sogar quasi als Feind betrachtet wird. Ja. Ne? Das muss weg. So. Und dass das zwar an manchen Stellen Dienste leisten kann, ne? Die auch vielleicht behilflich sein können, und gleichzeitig ist es etwas, was langfristig auch aus Sicht des Nervensystems überhaupt nicht haltbar ist. Nee. Und da merke ich auch immer wieder, das merke ich jetzt tatsächlich auch erst in den letzten Jahren, warum
es gab so eine Zeit, da hat jeder Vipassana gemacht. Ne? Und da war es so, wenn du in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene noch kein Vipassana gemacht hattest, dann warst du quasi unten durch. Ja? Und da habe ich auch immer wieder mit geliebäugelt und hatte dann auch mich fast schon mal angemeldet. Und habe ich gemerkt, es gibt einfach so einen Widerstand in mir dagegen. Ich habe das damals für mich so formuliert, dass es einfach ein sehr maskuliner Approach ist, ja, eine Herangehensweise, wo es viel um Struktur, viel um Zwang auch geht in dem Sinne, also selbst Geißelung nenne ich es jetzt mal im Krassen. Ne? Und man kann auch dadurch sicher eine Menge lernen über sich selber. Und gleichzeitig ist es etwas, was für mich als Verbindung zum täglichen Leben und als Verbindung zu mir selbst, die ich auch immer darunter verstehe, dass alles dazu gehört, was in mir passiert, für mich nie funktioniert hat. Ich liebe Meditation, aber auf meine eigene Art und Weise. Ja. Und das finde ich so spannend, dass du das sagst, dass das einfach etwas war. Du hast so viel ausprobiert. Ne? Du hast also literally auf dem Berg in der Höhle gesessen. Ja? Und man immer sagt so, okay, wenn man irgendwo den inneren Frieden finden kann, dann da. Ja, ja, den kannst du auch finden, aber dann, ne, bleibt halt die Persönlichkeit auch einfach weg. So, ne? Also es hat schon auch sehr lange gedauert für mich, halt, mich hier wieder, sage ich mal, einzufinden und mit der Gesellschaft so in Kontakt zu treten, dass es halt eben auch nicht für jeden, der mit mir in Kontakt tritt, irgendwie anstrengend wird, ja, ne, weil die sich die ganze Zeit dann reflektiert und in Frage gestellt fühlen und sowas. Und ja, in dem Moment, wo man halt so ein Interface, so eine Persönlichkeit an den Tag legt, kommen halt eben auch ganz schnell diese ganzen Emotionen dazu. Ne? Sonst, ja. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also, wobei ich auch sagen würde, jetzt im Yoga ganz speziell, wenn man es jetzt, also ne, ich meine, ja, wir machen alle hier diese ein Monats 200 Stunden Yoga-Lehrerausbildung. Die reale Yoga-Schülerzeit ist 12 Jahre, ne, wo ein Schüler oder eine Schülerin mit dem Guru irgendwie zusammenlebt, im Optimalfall, ne, und einfach am Leben teilhat und den natürlich auch ein Stück weit irgendwie adaptiert und nachmacht, aber halt eben auch, um diese Wahrheit da drin zu erkennen und diese Natur der Sache. Und im Praktizieren der Asanas und vom Pranayama und allem, ne, passiert auch so viel mit dem Nervensystem, wenn man das halt in einem entspannteren Zeitraum macht, ne, wo man natürlich ein ganzes Stück weit reguliert und wo man auch ein ganzes Stück weit trotzdem emotionale Zusammenbrüche hat und einfach Arbeit hat mit sich selbst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Menschen das dann da nicht erlebt haben oder so, oder dass das im Yoga einfach komplett ausgeklammert wird, aber es hat halt eine ganz andere Form. Und ne, gleichzeitig wird aber halt eben auch direkt gesagt, so ja, aber es ist halt eben auch nicht das Ziel, jetzt, ne, einfach nur Einklang mit deinen Emotionen zu finden. So, das ist, ne, das wäre dann auch wieder halt nur eine Ablenkung. Ich glaube, dadurch ist dieses Missverständnis entstanden. Und ja, und dann halt mit diesen Express-Yoga-Kurs, Yoga-Lehrer-Kursen oder wie das ist, ne, da ist natürlich einfach super viel verloren gegangen. Und ja. Ich meine, ich glaube auch, selbst in Indien ist seit der Occupation der Engländer gab es eigentlich kein richtiges Yoga mehr in Indien. Ja, und dann, aber das ist halt so, wenn man sich dann den Teil rauszieht, den man für verdaubar und verkaufbar, genau, ne, erachtet, dann geht eben ganz, ganz viel verloren. Ja. Und gleichzeitig ne, finde ich es aber, wie gesagt, einfach so spannend, dass du diesen Weg eine Zeit lang sehr intensiv gegangen bist und gleichzeitig am Ende, als du gemerkt hast, okay, ich möchte auch wieder in dieser Gesellschaft leben, eben nicht nur in der Höhle auf dem Berg. Ich meine, es ist auch eine Wahl, die man hat. Ne? Aber für die meisten Menschen, gehe ich jetzt mal davon aus, die hier zuhören, ist die Wahl eher in der Gesellschaft zu leben. Ja? Das heißt, mit anderen Menschen konfrontiert zu sein und in Beziehungen zueinander zu stehen. Und da sind Emotionen einfach unausweichlich, ja, weil sie ja auch, sie sind Teil der menschlichen Erfahrung. Und wenn man nicht nur im geistigen Teil der Erfahrung leben möchte, sondern in der auch der körperlichen, dem körperlichen Teil der Erfahrung, dann gehören Emotionen dazu. Und ich finde es so spannend, dass du dann am Ende, was heißt am Ende, ne? Sagen wir auf diesem Zwischenabschnitt, ja? Ja, genau. Am Ende sind wir ja noch lange nicht, dass du zurück zu dir und zu deinem eigenen Ansatz gekommen bist. Ne? Ja. Ich musste noch mal dran denken, dass ja in deinem Human Design, ne, dein Lebensthema ist Garten Eden, ne? Wo es darum geht,
eigentlich auf der ganzen Welt nach der Lösung zu suchen und am Ende zu erkennen, der Garten Eden ist in mir. Ja. Ne? Und ich darf mich mit dem, was in mir so wächst, wenn wir das jetzt mal als Bild für die Gefühle nehmen, auseinandersetzen. Ne? Und natürlich Geist inkludiert. Ja. Und was ich halt so schön finde an eurem Ansatz ist, dass es sind halt alle Gefühle. Es gibt keine guten und schlechten. Ja, genau. Da haben wir uns auch sehr schwer getan. Also, weil natürlich nur das Buch ist ein bisschen dick. Wir haben es wirklich nur genau so dick gemacht, dass es noch im Briefkasten passt. Und natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie sollen wir es in gute und schlechte unterteilen? Und so. Und so, nein, das geht einfach auf gar keinen Fall. So, ne? Also, es war einfach nicht möglich, weil dann, das wäre direkt die Bewertung halt wieder dort gewesen. Und ich meine, ich sehe es jetzt ja schon immer. Wenn ich das Leuten zeige und ne, das erste Wort ist halt Ablehnung und wie die Leute schon auf das Wort Ablehnung mit Ablehnung reagieren. Ne? Also einfach, ne, also ich meine, das ist ja wirklich, also dieses ganze Gefühlskonstrukt ist ja so absurd, ja, dass wir Gefühle für Gefühle haben, ne? Weil in dem Moment, wo wir auch ein Konzept machen, natürlich direkt wieder eine Emotion dabei ist. Ne? Ist das jetzt sicher? Ist das unsicher? Ist das, ne? Also ja, also wir sind ja wirklich ein sehr komplexes Konstrukt, was das betrifft. Und ja, da gibt es eigentlich, also natürlich, ne? Wenn wir ganz, ganz rudimentär runtergehen, klar, es gibt, kannst du sagen, alles ist entweder ein Ja-Gefühl oder ein Nein-Gefühl. Ne? Also entweder ist es sicher, ist es ist Liebe, sage ich mal, oder ist es ist unsicher und ist es ist Angst. Und dementsprechend natürlich kann man sagen, es gibt immer diese Unterscheidung. Aber was jetzt für wen was bedeutet, na, das sind halt eben nur Worte. Das ist halt, na, also auch unsere Kapazität zu fühlen, also ne, dieses ganze Spektrum zu fühlen, das wächst halt auch mit neuen Worten, mit neuen Gefühlscontainern sozusagen. Ne? Und ja, also da halt irgendwie eine Abstufung zu machen, ist halt nicht möglich. Also, und es gibt Menschen, die haben Fetische oder sowas, also die auch irgendwie bei ganz, wo jeder in Anführungsstrichen normal denkende Mensch irgendwie denkt, das ist ja ein schreckliches Gefühl oder so. Da denkt jemand so, da habe ich Bock drauf. So, ne? Und ja, kannst ja, also ja, ist einfach so. Ja. Ja. Ja, und insofern wäre ja eine von eurer Seite vorgenommene Einteilung in gut und schlecht ja voreilig Ja, gewesen, ne? total, total, Ja, ja. ja. Trotzdem mal Hand aufs Herz, ganz persönlich. Wofür schätzt du Gefühle? Und wofür verfluchst du sie manchmal auch? Also ich schätze die Gefühle dafür, dass sie mir halt immer sagen, was ich gerade brauche. Und Gefühle verfluche ich eigentlich gar nicht. Aber das Kopfkino, ne? Also in dem Moment, wo wir oder wo ich speziell ne, anhand von Gefühlen getriggerte Gedankenkonstrukte aufbaue, ne? Und dann sind ja diese Gedanken genauso Reize, auf die ich dann wieder mit Gefühlen reagiere, wie das sonst in der Umwelt passiert, ne? Also ursprünglich sind die Gefühle ja einfach, ne, Angst, also Survival, ne? Also auch im Tier gibt es diese Emotionen, ne? Und wir haben die einfach nur dann sehr verfeinert und ja, aber halt eben, dass das Gehirn macht halt nicht so den Unterschied, ob ich jetzt da draußen wirklich eine Gefahr sehe oder ob ich mir die im Kopf denke. Ne? Und ich produziere dann halt diese Hormone und assoziiere diese Gefühle und ja, da ist es halt schon manchmal so, dass man so denkt, okay, kann das jetzt auch irgendwie, ich habe das theoretisch gelernt, ich weiß, dass das so ist und trotzdem hört das nicht so richtig auf. Ne? Also klar, man kann sich dann ne, mit vielen Tools und irgendwie immer wieder zurückholen, aber es ist, der Mechanismus ist halt da. Ja? Also dass ich, weiß ich nicht, ich habe Angst, ein Feedback einzuholen oder weil dann eine Hoffnung zerstört wird oder sowas. Deswegen fange ich lieber an, darüber nachzudenken, wie dieses Gespräch laufen könnte, unter welchen Umständen das gut ist, unter welchen Umständen das nicht gut ist und wie ich dann darauf reagieren kann. Anstatt einfach dazu bleiben, so, ja, Ungewissheit, ey, fuck. Ganz schön scary. Atmen. Passieren lassen. Und vielleicht einfach dieses Scheißgespräch führen, anstatt es im Kopf zu haben.
Weil das Gespräch kann noch so scheiße laufen. Sterben wirst du nicht. Ja, genau. Selbst wenn, dann war das der Moment für den Herzinfarkt. Ja. Ja, total. Ne? Ich nenne es immer Gefühlsrecycling, ja. Weil wir, ob es jetzt etwas im Außen ist oder tatsächlich auch initial in uns ein Gedanke, der ein Gefühl auslöst, wenn wir es schaffen, bei der körperlichen Empfindung zu bleiben. Ja. Und ja, es vielleicht auch benennen, ne? Und vielleicht auch erkennen, es gibt irgendwie eine Botschaft. Du sagtest vorhin, ne? Gefühle sagen mir immer, was ich brauche. Mhm. Ne? Das heißt, die haben auch, bringen immer irgendwas mit. Egal, ob sie sich angenehm oder unangenehm anfühlen. Die haben immer eine Botschaft für uns. Und wenn wir die Dinge in den Fokus stellen, anstatt unsere Stories im Kopf, dann kann es uns gelingen, eben Gefühle auch da sein zu lassen, sie kommen zu lassen und wieder gehen zu lassen. Und was wir machen, wenn wir dann sagen, oh ja Gott, aber wenn das Gespräch so verläuft und dann pipapo und Zukunft hier und Zukunft da und weißt du noch in der Vergangenheit, das eine ist ja auch richtig beschissen gelaufen und so, genau. dann schmeißen wir den Kreislauf eben immer wieder von vorne an und geißeln uns dann wieder auch selbst mit unseren Gefühlen und Gedanken in Kombination können wir das auch wunderbar. Ja. Und dann fühlt es sich richtig scheiße an. Total. Und wären wir quasi einmal mutig ins Feuer gegangen, wäre es nur halb so schlimm gewesen. Ja. Und das ist aber auch was gewesen, weshalb mir das so wichtig war, diese Datenerfassung über die Gefühle zu machen. Weil es ja tatsächlich auch so ist, auch aus Überlebensstrategie, dass wir wirklich auch negative Imprints stärker erinnern als positive. Na, also wenn wir tatsächlich unsere Daten erfassen, haben wir vielleicht eine ganz gute Woche gehabt, aber die fühlt sich am Ende trotzdem nicht gut an, weil halt irgendwie 2, 3 Negativerfahrungen dabei waren, die uns aber so viel mehr beeindrucken, ne, weil wir daraus halt irgendwie auch wieder mehr lernen wollen natürlich und dies, das. Aber ne, wir belügen uns dann einfach auch selber. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir da halt irgendwie mehr wirkliches Verständnis drüber finden. Ja, auf jeden Fall, ne? Weil ich sage mal, weil es für uns einfach wichtiger war, in der Evolution zu wissen, in welcher Höhle der Säbelzahntiger wohnt, als wo die schönsten Blümchen wachsen. Genau, so, genau. Ne? Ja. Und dass man tatsächlich inzwischen auch weiß, dass wir, ich glaube, es waren 12 Sekunden, mindestens bewusstes Auseinandersetzen mit angenehmen Gefühlen braucht oder mit angenehmen Erfahrungen, damit sie wirklich im Langzeitgedächtnis auch eine Chance haben, abgespeichert zu werden. Ja. Ne? Weil es einfach, unser Gehirn ganz schnell aussortiert, ist nicht so wichtig, ist ja nichts passiert. So, ne? Anstatt halt zu sagen, okay, es ist wirklich schön gerade und ich nehme das mal mit allen meinen Sinnen und meinem inneren Körperempfinden wirklich wahr, was denn gerade hier schön ist, um auch das, wie du sagst, einen Druck auf mich zu machen, also ein Imprint in mir dazulassen und eben nicht nur mit den Dingen, ne, den Kleinigkeiten vielleicht, die im Kontext der ganzen Woche oder des ganzen Monats oder des ganzen Jahres eigentlich nur ein Fliegenschiss sind, sich aber so viel größer und schlimmer anfühlen. Ja, ja, super wichtig. Und ja, und ich finde es immer wieder faszinierend. Ich glaube, ich habe es schon 1000 Mal im Podcast gesagt, aber ja, wenn wir es schaffen, bei diesem körperlichen Eindruck von Emotionen zu bleiben, ohne sie mit den Gedanken neu zu befeuern, dauert es auf rein biochemischer Ebene, dauert ein Gefühl nicht länger als 90 bis 120 Sekunden. Ja. Und das kann jeder aushalten, wenn man den zugegebenermaßen nicht einfachen Schritt schafft, bei dem Gefühl zu bleiben, anstatt in die Storys reinzugehen. Ja, und es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die gesundheitliche Gründe oder traumatisierte Wesen sind, die einfach nicht können so, ne? Und die andere Hilfe brauchen, definitiv. Das. Also da habe ich auch in den letzten 2 Jahren jetzt halt so viele Begegnungen gehabt und so viele Erfahrungen gesammelt, das war mir gar nicht so bewusst. Aber das ist auch echt, also ne, eigentlich müssen die Menschen, die es können, dieses Privileg auch verkörpern und diese Pflicht übernehmen, um den Menschen den Raum zu geben. Ja, und es ist, ne, wenn wir hier über traumatisiert sprechen, dann sind das vielleicht häufig auch Sachen, die man gar nicht als Trauma im großen Stil sozusagen begreifen würde, ne? Sondern es können eben auch Beziehungsprägungen sein, die wir einfach erfahren haben, die, auch wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe eigentlich eine ganz schöne Kindheit gehabt, die trotzdem ihre Spuren hinterlassen. Ja. Und wir haben auch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, uns nochmal gerade darüber ausgetauscht, dass
auch wenn man die Tools alle kennt und auch wenn man selber schon so viel Arbeit mit sich gemacht hat, trotzdem es immer wieder auch Phasen gibt, wo man sich aus dem eigenen Körper verabschiedet, indem man sagt, ach, ich gehe mal schlafen, obwohl man eigentlich gar nicht unbedingt schlafen muss oder mit, ach ja, ja, mich mit Human Design zu beschäftigen, ist ja auch ganz cool, ne? Oder was auch immer. Anstatt wirklich zu fühlen im Körper und präsent zu sein im eigenen Körper. Und es ist immer wieder, das merke ich auch gerade in dem Online-Kurs, den ich gerade durchführe, Reconnect to Yourself. Es ist immer wieder, egal wie viel Erfahrung man hat, es ist immer wieder eine aktive Entscheidung, zurück in den Körper zu gehen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es komplex ist und so weiter. Ich finde es aber auch fast genauso krass, im Körper zu bleiben, wenn es richtig gut ist. Also muss ich echt sagen, habe ich ja eben auch schon kurz vor dem Gespräch, so, ne, dass ich bin es halt auch irgendwie ein Stück weit so gewöhnt, aus einer Shitshow irgendwie das Beste rauszuholen. Da bin ich sofort, ja, yeah, okay, let's go, das schaffen wir, wir drehen den Kahn um, so. Aber wehe, es läuft alles gut. Ja, weil auch damit, ne, dann irgendwo die Verknüpfung mal erstellt worden ist, das ist nicht sicher, wenn alles gut läuft. Genau. Ja. Da kommt auf jeden Fall was um die nächste Ecke. So, wenn that's the other shoe drop, ist ein deutsches Sprichwort für. Keine Ahnung, aber ne, also es muss irgendwas Schlimmes passieren, nachdem was Gutes passiert ist. Das begegnet mir so häufig im Coaching. Da muss doch ein Haken sein. Ja, genau, da muss doch ein Haken sein. Ne? Und auch dafür ist es so wertvoll, auch mit dem Nervensystem und den eigenen Gefühlen aktiv zu arbeiten, weil man die Kapazität auch für die schönen Sachen erhöht. Ja, exakt. Das ist, also ich sehe das und erfahre es auch immer wieder als eine Kurve, die eben Ausschläge nach oben und unten hat, ohne jetzt oben und unten als Wertung zu verstehen, aber die Höhe der Ausschläge nach oben und nach unten auf der Gefühlskurve hängt davon ab, wie viel wir zulassen. Und nur wenn wir auch zulassen, dass es mal tief runter geht, können wir auch zulassen, dass es ganz hoch geht. Ja, und das ist es ja, wonach wir alle jagen, ja, diese Peak Experiences, wo wir dann das Gefühl haben, ich könnte die Welt umarmen, ja, oder was auch immer. Also das ist das, wonach wir uns eigentlich sehen. Ja, wir alle wollen Lust empfinden und Schmerz vermeiden. Und das eine gehört halt zum anderen dazu. Ja, voll. Ja. Ich glaube auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht, dass ich das mehr so intensiv habe, dass ich diese Peak Experiences. Also ich irgendwann, ne, war für mich auch sehr klar, oh, ich glaube, diese Nullspannung ist eigentlich richtig geil. Ja, so dieser Raum, wo man einfach so in Frieden ist und von wo halt eben diese Ausschläge dann so aus, immer zurück, hoch und runter und hoch und runter, ja. Aber hier in der Mitte ist irgendwie ganz entspannt. Ja, und gleichzeitig, also natürlich, klar, können wir die, wenn wir auch einen, ich sag mal, ein krankhaftes Suchen nach Peak Experiences haben, ist jetzt ein starker Begriff, aber ja, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen die, ja. Ne, klar, dann kommt es wahrscheinlich meistens auch aus dem unregulierten Nervensystem, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, ne, bevor wir aufgenommen haben, weil dann einfach ja wirklich eine Sucht quasi danach besteht, ne, nach diesem Hormoncocktail. Ja. Und dass nur dieses Extreme und Intensive sich am Ende für uns auch, so verquer es klingt, sich sicher für uns anfühlt, weil das einfach unser, in Anführungsstrichen, Normalzustand ist. Ne? Und gleichzeitig, ja, ist es einfach, also es müssen nicht unbedingt die Peak Experiences sein, ne? Aber eben auch einfach dieser Frieden oder eben auch das schöne Gefühl von, hey, es läuft einfach irgendwie gerade mal alles so. Ja. Wie cool ist das denn? Ne? Das zulassen zu können, die Kapazität entsteht meiner Erfahrung nach nur, wenn wir eben auch zulassen, dass es mal richtig scheiße sein kann. Auf jeden Fall, ja. Also auch gerade nicht so dieses, wo wir noch die Kontrolle uns wieder zurückerobern können und sagen so, okay, Shitshow, aber wir machen das Beste draus, ne? Sondern dass wir auch mal zulassen können, dass es einfach das Gefühl ist, wir brechen auseinander und wissen gar nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Ne? Fühlt sich richtig, richtig kacke an und gleichzeitig überlebt man auch das. Also klar, wir, ne, immer die nötige Kapazität vorausgesetzt. Das heißt, mit Menschen, die traumatisiert auf welche Art und Weise auch immer sind,
die dürfen sich dann natürlich gerne auch Unterstützung holen. Und ich habe es auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode erzählt, ich habe selber gerade wieder eine Therapie angefangen, einfach weil ich gemerkt habe, ich brauche Unterstützung. Ja. Und das ist vollkommen okay, auch wenn man eigentlich selber als Coach arbeitet und alle seine Tools hat. Und ich meine, gerade dann ist es eigentlich wichtig. Voll, ja. Ne? Weil ich ja auch dafür da bin, Menschen zu halten. Ja, und das kann ich nur, wenn ich auch mit mir selber im Reinen bin. Ja, das habe ich ja auch irgendwann dann während dem Coaching, glaube ich, auch gesagt. Also, ey, ganz ehrlich, das Allerwichtigste ist eigentlich darin, dass wir diese Stunde haben, wo es einfach nur um mich geht. Also so, ne, der ganze Coaching-Inhalt super gut und so, aber halt irgendwie so, wow, alleine während so einer krassen Phase in der Unternehmensaufbau, bla, Persönlichkeit, im persönlichen Leben halt auch so viel. Und überhaupt, dass, ne, dass es diese Stunde gab, so, wo ich mich irgendwie nicht dafür schämen musste, die ganze Zeit über mich zu reden. Und einfach irgendwie, so, das war, glaube ich, ja. Und natürlich, ne, also du kannst das ja auch nicht halten. Also ich meine, du hältst das ja dann nicht nur für mich, ne? Also du machst es ja auch noch für andere Menschen irgendwie so. Und ist doch total normal irgendwie auch, dass dann jeder so eine Art Supervision auch sowieso macht und dass jeder trotzdem seine eigenen Prozesse hat. Total. Aber ja, das ist so, das ist echt so hilfreich. Ja, und das merke ich immer wieder im Coaching, ja, ne, die Zielsetzung und ne, die Arbeit mit den inneren Anteilen und so weiter und so fort, das ist alles super hilfreich und am Ende geht es in erster Linie darum, dass ich den Raum öffne und halte ja. Und die Person sie selber sein kann mit allem, was ja. Dazu gehört und dass es eine Zeit ist, die nur einem selbst gehört, ne, ja. In diesem Fall dir, und wo man ohne dass man das Gefühl hat, man belastet eine andere Person, mhm. Weil das ist ja, wenn man dann mit FreundInnen oder Familie oder so spricht, dann ist häufig so, man hat das Gefühl, man lädt irgendwas ab auf jemanden und im professionellen Kontext ist es einfach ein Deal, den man macht. Ja. Ne? Mhm. Und ich habe meine Tools dafür, damit umzugehen, was du bei mir lässt sozusagen, beziehungsweise kann mich da gut abgrenzen ja. Und gleichzeitig da sein. Ne? Und das ist das, was am Ende Coaching, ganz egal, worüber man spricht, ob es jetzt um Business geht, um sich zeigen, ja, ich komme irgendwie hier nicht klar, da nicht klar, ich weiß nicht, wie es für mich weitergehen soll oder so, ja. Wo es am Ende drum geht. Ja, total. Ja. Ja, definitiv. Es freut mich so sehr, dass du da für dich so viel daraus mitgenommen hast und bin mega gespannt, wie es jetzt mit O-Gefühle weitergeht. Mal abgesehen davon, dass ihr gerade mitten in der Produktion der nächsten Auflage seid, beziehungsweise in der Organisation dafür. Für euch wird Weihnachten der Höhepunkt des Jahres sozusagen ja. Sein. Das heißt, für dich fängt jetzt die heiße Phase an. Ja. Und gibt es denn noch andere Ideen oder Pläne, die du teilen magst, was mit und rund um O-Gefühle passiert? Ja, also es gibt jetzt tatsächlich, kommt eine Serie wahrscheinlich von Malbüchern raus. Die wird tatsächlich ein bisschen themenorientierter sein. Also einfach aus dem Grund, weil wir halt auch nicht wieder alle Gefühle in einem Buch packen können. Und naja, wir haben halt dann in dem eigentlichen Buch haben wir halt eine sehr strukturierte und eine logische Herangehensweise, verständnisbildend. Und jetzt machen wir so Malbücher, wo quasi so Mandala-mäßig oder so illustrative Sachen einfach frei assoziierbar sind, ne, zu den Gefühlen. Und einfach um ein bisschen Zeit mit diesen Gefühlswörtern zu verbringen und dann das so ein bisschen fließen zu lassen und denen ein bisschen näher zu kommen auf so einer unterbewussten Ebene. Und ja, ich meine, ansonsten, ich sitze noch an einer ganzen Menge Ideen. Ich weiß ja so ein paar Sachen aus Steffis Kopf, ja, da ist eine Menge los. Aber genau, Step by Step, also da, ich habe jetzt gerade auch einfach schon wieder gemerkt, okay, na, jetzt kommt noch, Vor dem Weihnachtsgeschäft kommt noch ein Retreat für mich, um noch mal ein bisschen Ruhe zu finden und also um die ganze Zeit irgendwie ordentlich zu basteln und sowas und zu bauen, muss ich dann jetzt schon mal wieder ein bisschen Prioritäten setzen und mich auf das Wesentliche konzentrieren, damit die Main Steps stattfinden und inwieweit ich dann noch hier und da ein bisschen rumspielen kann und sowas, das werde ich dann sehen. Aber ja, langweilig wird das nicht.
Ja, und ich kann euch auf jeden Fall auch empfehlen, also A, guckt euch das Buch an, ladet euch die Beispielseiten runter und guckt, ob das was für euch ist, ne? Vielleicht sind es dann auch die Malbücher, die dann demnächst rauskommen. Und schaut auf jeden Fall auf dem Instagram-Account vorbei, weil, wie gesagt, Steffi ist auch Grafikdesignerin, und da gibt es immer wieder, ja, illustrierte Gefühle, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber wo ihr in der Form der Illustration auch das Gefühl wiederfindet. Und ja, das finde ich mega schön und interessant und kann ich jedem ans Herz legen, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Na gut. Und bin sehr gespannt, wie dann die Malbücher aussehen. Ja, ich auch. Ja. Oh Gott. Ich bin in den letzten Zügen. Ich habe noch anderthalb Gefühle für das erste Buch. Es gibt, ja, es wird wahrscheinlich so ein High-Vibe tatsächlich erstmal, High-Vibe-Thema irgendwie geben. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, aber haben sich dann doch sehr viele irgendwie eher dazu geäußert. Ja, die ganzen, ne, die ganzen Entzücken und Erfüllung und Liebe und so. Das wollen sich natürlich alle gerne annähern. Ja. Ja, so. Und dann kommen die Leute, die ein bisschen, ne, ich bin schon bei der Shadow Work, so und das. Ja, mal schauen. Ja, cool. Ja, ich habe am Ende immer noch so ein paar Fragen, die ich fast jeder Person Hau stelle, die raus. zu Gast ist. Was ist das, woran du gerade am meisten wachsen darfst? Ja, ich glaube tatsächlich daran, dass Sachen gerade richtig gut laufen. Very scary shit. Also ich merke das immer wieder, dass ich halt, ich komme einfach aus so einem Familienkonstrukt, wo immer Stress war. Drei MGs, eine Projektorin. Hätten wir das bloß vorher gewusst. Ja, das ist echt mega interessant. Also, und ich habe ja auch, ne, man merkt zum Beispiel auch, ich bin sehr abergläubisch oder so sehr, ich hole mir dann immer da halt irgendwie so meine Antworten aus. Aber ich habe halt eben diese Pluto-Saturn-Konjunktion, die wir jetzt ja auch während der Pandemie hatten. Nee, war es ein Square, aber ich habe es als Konjunktion natal. Also, man sagt mir so nach, man sieht mir nicht an, wenn ich leide, ich kann durch die Wüste laufen und niemand wird es merken, dass ich da durchgelaufen bin. Und ja, ich habe einfach so eine gewisse Voraussetzung dafür, durch schlechte Zeiten zu kommen. Und dieses durch gute Zeiten kommen ist einfach nicht so in meinem System verankert. Ja, das ist ein super schönes Lernfeld. Also und auch wow, also einfach Magic, so das mal von der Seite alles zu sehen. Ja, darf auch mal leicht sein. Ja. Und ne, du hast in deinem Human Design Profil bist eine 6-3, ja, die dritte Linie auf der unbewussten, auf der Körperseite. Das heißt, auf der einen Seite eine Resilienz, auf der anderen Seite aber auch einfach Lernen durch Erfahrung und Lernen durch auf die Fresse fallen und wieder aufstehen. Ne? Ja. Und gleichzeitig, und deshalb finde ich es auch so schön, dass du jetzt ins Coaching gekommen bist. Ich glaube, ich bin eine 3-6. 3-6 andersrum, ne? Ja, ich Ja. glaube. Genau, Ja, sorry, ich bin 6-2, du du bist bist, genau, ich 3-6. bin Ich habe es jetzt 3-6, gerade genau. durcheinander Ja, gewürfelt. genau. Gut, dass du es gesagt hast, aber so oder so, ja, die 3 ist da und es geht um Lernen durch Ausprobieren. Ja. Und genau deshalb, da passt dann auch wieder, was ich gerade sagen wollte, ist es so schön, dass du jetzt ins Coaching gekommen bist, das, ne, ins Express Yourself, weil die 6. Linie im Laufe des Lebens immer mehr zum Rollenvorbild wird und wo es dann mehr darum geht, deine Erfahrungen auch zu teilen und ganz authentisch auch zu teilen. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt, Ja, was da da habe ich noch auch kommt. tatsächlich sehr viel Bock drauf. Also irgendwie gerade so meine Learnings und sowas, ne, wo ich auch echt nicht zurückschrecke. Und wo ich auch immer wieder überrascht bin, wie wenig eigentlich so schon so aufgeklärt ist. Weil ich meine, so viele Menschen sind schon da durchgegangen durch so eine Unternehmensbildung oder ne, und dann denke ich mal so, wieso gibt es da nicht gesammeltere Informationen drüber? Ja, vor allen Dingen ehrliche Informationen, ne? Ja. Also und das kenne ich total, diesen Wunsch oder dieses Gefühl, weil ich an so vielen Stellen
die Menschen zwar vielleicht ihre größten Fuck-ups teilen, aber erst nachdem sie die erste Million gemacht haben oder so. Ja, ne? Und nicht quasi live während des Prozesses. Ja. Und das ist natürlich nicht für jeden was, aber ich finde es total wertvoll, Menschen da auch mitzunehmen, auch wenn es jetzt nicht mein Kernthema ist, aber dass man auch sagt, so ja, es ist halt einfach, gehört mehr dazu, als einen Instagram-Account aufzumachen und ja, ein paar Posts zu machen und eine Webseite vielleicht mal zu machen oder so und mal ein schönes Produkt zu kreieren, sondern es ist so viel innere Arbeit, es ist so viel, ja, die Kapazität im Nervensystem wieder, ne, da haben wir es wieder, aufzubauen, mit den schönen und den guten Momenten umzugehen. Ja, definitiv. Was ist für dich selber, ganz für dich persönlich, ein Traum? Ach, im Moment türkisblaues Wasser und Delfine. Ich glaube, du fährst nach Griechenland, oder? Ja. So. Chancen stehen ganz gut. Ja. Sehr schön. Und gibt es einen Traum, auch wenn das eine große Frage ist, aber den du für die Menschheit oder die Welt hast? Ja, natürlich. Was für eine Frage. Also eine sechste Linie, was für eine Frage. Also ich habe es auch gerade lustig, also es war ja auch irgendwie so eine Frage in diesem Video, was die mir gestellt haben da für die Webseite. Ne, da habe ich das dann irgendwie so ein bisschen so dargestellt, dass ich mir halt ganz oft einfach wünsche, dass wir alle irgendwie halt plötzlich einen Grund finden zu lachen. Ne, so. Aber natürlich ist es einfach irgendwie so, na, ich würde mir halt mega wünschen, dass wir zu unserer Menschlichkeit einfach zurückkehren. Oder ich meine, zurückkehren ist auch so, ich weiß ja gar nicht, ob wir das als Menschheit schon mal erlebt haben oder ob das, aber auf jeden Fall funktioniert das System so, wie es ist, nicht. Ja, gar keine, das ist einfach ungesund. So, wir machen hier ganz große Fehler und da muss einfach was passieren, dass die Menschen alle zu sich kehren irgendwie und irgendwie für sich selbst herausfinden, was wirklich wichtig ist für sie. Und dann können wir das auch viel besser in der Gemeinschaft in Einklang bringen. So, ne? Und klar, also ganz, ganz klar die Utopie, dass wir alle erwachen und glücklich sind und... Ja, unser Utopia. Genau. Als sechste Linie. Ja. Gibt es irgendwas, was du den Menschen, die gerade zuhören, mitgeben, sagen möchtest, sie darauf hinweisen möchtest, was auch immer, damit sie für sich selber und wir alle zusammen einen kleinen Schritt oder auch einen großen Schritt auf diesen Traum hin zumachen können? Also erstmal danke fürs Zuhören. damit man einen kleinen Schritt darauf zumachen kann. Ja, also ich meine, letzten Endes natürlich einfach listen to your fucking self. Ne? Also es ist immer so laut da draußen und es ist so leicht, sich ablenken zu lassen, aber ne, da ist immer eine Guidance, eine innere Stimme in dir, die eigentlich sehr genau weiß, was gerade wichtig ist. Einfach hin und wieder hinhören. Ja. Punkt. Punkt. Ist mir gar nichts weiter zu sagen. Ich danke dir, liebe Steffi, ich dass du dir. Dich hierzu bereit erklärt hast. Sehr und gerne. Mich hier willkommen geheißen hast. Ja, schön, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, das zu teilen, das Gespräch, und verweise alle nochmal auf die Shownotes, wo ihr alle Infos zu Urgefühle und auch zu Steffi, werde ich alles reinpacken, was ihr braucht. Kurze Mini-Panik in den Augen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, das war das Gespräch mit Steffi Sieben. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Wir freuen uns total, wenn du uns dein Feedback schickst. Vielleicht kommst du in den Telegram-Kanal, da kannst du dich direkt mit uns austauschen. Ich glaube, Steffi ist auch drin. Oder du hinterlässt einen Kommentar auf Spotify oder YouTube zu dieser Episode. Und wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Wenn du dich für das O-Gefühle-Buch oder die Malbücher, die demnächst rauskommen, interessierst, dann schau bei Steffi auf der Webseite vorbei. Auf ogefühle.de werde ich dir auch in die Shownotes packen oder wie gesagt auch auf dem Instagram-Account, der sich definitiv lohnt. Auch den werde ich dir in den Shownotes verlinken.
Und wenn du sagst, hey, ja, ich glaube, bei mir gibt es auch so ein Thema, entweder wenn es darum geht, dich zu zeigen, beziehungsweise dich authentisch auszudrücken, ja, vielleicht hast du ein Herzensprojekt, mit dem du dich der Welt zeigen möchtest, im großen oder im kleinen Stil, ganz egal. Und wo du merkst, irgendwie komme ich nicht so richtig von der Stelle, irgendwie stehe ich mir da selber im Weg. Vielleicht sagst du aber auch, hey, es gibt einfach in mir ein Potenzial, wo ich spüre, das ist da, aber irgendwie kriege ich es nicht so gelebt und entfaltet, wie ich es mir wünschen würde. Und vielleicht ist es auch, dass du sagst, ich möchte mehr Position beziehen für mich und für mich selbst einstehen, für meine Bedürfnisse, meine Grenzen, die klarer zu haben und klarer zu kommunizieren. All diese Szenarien fasse ich zusammen unter Express Yourself, dich selbst ausdrücken, das ausdrücken, was in dir präsent ist, was sich in dir bewegt, was lebendig ist und nach draußen möchte. Und wenn du auf diesem Weg gerne Unterstützung hättest, dann ist vielleicht das Express Yourself Coaching der richtige Ansatz für dich. Die Infos dazu findest du auf meiner Webseite und den Link, den packe ich dir ebenso in die Shownotes. Ich habe auf jeden Fall ein paar Plätze frei dafür. Und wenn du sagst, ich möchte noch in diesem Jahr die Schritte gehen, um dann in 2024 mich sehr viel authentischer auszudrücken und mehr ich selbst sein zu können, dann bist du herzlich willkommen zu einem unverbindlichen Erstgespräch, in dem wir schauen, ob dieses oder ein anderes Coaching für dich passend ist. Und wenn du merkst, hey, mit Sarah möchte ich da gerne dran arbeiten, dann freue ich mich sehr auf unsere gemeinsame Reise. Alle Infos in den Shownotes und die gibt es unter sarah-heinen.de/Episode 303. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self-Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.